Viele von euch haben nicht nur Shitcoins, sondern auch Apple im Depot. Der Tech-Konzern zählt zu einem der innovativsten Unternehmen der ganzen Welt. Aber was, wenn Apple in Wirklichkeit kein Tech-Konzern ist, sondern vielmehr ein Hedgefonds, der nebenbei noch Handys verkauft? Was macht Apple wirklich hinter verschlossenen Türen mit dem ganzen Geld? Und noch krasser, wird Apple in Zukunft vielleicht sogar eine Bank sein? Bei Apple denken die meisten an iPhones, iPads, AirPods oder MacBooks. Doch in Wahrheit macht Apple schon lange nicht mehr nur Geld mit Hardware. Software wie zum Beispiel die iCloud sind Milliardenquellen. Apple hat zudem noch neben der Software eine kleine, aber feine, nennen wir es Zusatzeinkommensquelle, die von Brancheninsidern schon seit längerer Zeit mit den Praktiken eines Hedgefonds verglichen werden kann. Wenn du nicht weißt, was das ist, klick mal hier. Apple hat über 50 Milliarden US-Dollar Cash-Reserven, wäre somit einer der größten Hedgefonds der Welt. Der Konzern hat außerdem 100% an einer Tochterfirma, die bei uns niemand kennt, Braeburn Capital. Braeburn ist eigentlich eine recht besonders süße Apfelsorte und süße Renditen treffen auch auf Braeburn Capital zu. Was man weiß, die Firma verwaltet Geld für Apples Tagesgeschäft in Höhe von mehreren 100 Milliarden Dollar. Wie viel genau? Gut, davon habe ich keine Ahnung. Wir haben es auch irgendwie nicht rausfinden können. Cringe. Aber wir machen ja keinen seriösen Wirtschaftsjournalismus wie bei der FAZ oder so. Aber man kann sich ja irgendwie schon mal am Umsatz von Apple orientieren. Beispielsweise letztes Jahr hat allein der Verkauf von iPhones einen Umsatz von mehr als 200 Milliarden US-Dollar gemacht. Apple hat die Firma 2005 selbst gegründet, sitzt in einem von außen eher unscheinbaren und nicht näher erkennbaren Bürogebäude in Reno, Nevada. Der Vorteil, Apple gibt gegenüber den gesetzlichen Vorgaben eines echten Hedgefonds keinerlei Einblicke in die Beteiligung von Braeburn Capital. Der Konzern investiert also auch das Geld gewöhnlicher Investoren, wie von uns allen an der Börse, wie in einem Investmentfonds, allerdings ohne den Anlegern von den Geschäftspraktiken mitzuteilen. Du denkst also, du investierst in Apple, aber nö, du investierst eigentlich zu einem gewissen Teil in einen Haufen anderer Finanzanlagen, von denen du gar keinen Plan hast. Wie wahrscheinlich beim Rest von deinem Depot auch. Aber natürlich hat die Tochterfirma auch noch einen anderen Zweck. Insider haben in der Vergangenheit bereits gemutmaßt, dass der sogenannte Hedgefonds dazu genutzt werde, um das Barvermögen von Apple irgendwo zu parken, um es vor dem Finanzamt in Kalifornien zu verstecken. Den Partytrick macht wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch mit Holdingstrukturen in Liechtenstein. Schon bei der Firmengründung 2005 wollte Apple nicht zu den Investmentstrategien von Braeburn Capital verraten und schon gar nicht zu den Steuern, die ja eigentlich bei Firmensitz in Nevada auch schon ein populäres Thema wären. Denn in den USA gelten in den verschiedenen Bundesstaaten andere Steuergesetze. In Nevada, wo die Firma gemeldet ist, existieren geilerweise keine Einkommensteuer für Unternehmen und keine Steuern auf Kapitalerträge. Aus den Gewinnen erhält die Firma dann regelmäßig Anteile, die sie in Aktien, Anleihen oder andere Wertpapiere investiert. Wenn die Investments profitabel sind, müssen in den meisten Fällen dann auch darauf keine Steuern mehr gezahlt werden. So kommt Apple also zu seinem Dagobert Duck-artigen Reichtum. Und nachdem heute schätzungsweise 1,7 Milliarden Menschen ein iPhone besitzen, macht Apple sich zu neuen Geschäftsfeldern auf. Wenn man jetzt 1 und 1 zusammenzählt, hallo, sieht man, dass Apple sein Portfolio immer mehr diversifiziert. Oder anders gesagt, sie festigen ihre Macht. Teilweise war der Konzern in den 2000ern bis zu 2/3 nur vom Geschäft mit iPhones abhängig. Das hat Apple erkannt und immer mehr neue Produkte herausgebracht. Da aber mit neuer Hardware anscheinend zunehmend schwieriger Innovationen gemacht werden können, will man sich nun auf Dienstleistungen stürzen und dafür seine riesige Marktmacht nutzen. Mit der Software-Sparte, zu der auch Dienste wie Apple Pay gehören, hat man allein im letzten Quartal 2022 fast 20 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Abgesehen hiervon gibt es noch so einige andere interessante Dienste, die Apple neben Hardware anbietet. Wahrscheinlich am bekanntesten Apple Music, der Streamingdienst für Musik. Bis Juni 2022 hatte Apple Music weltweit über 88 Millionen zahlende Abonnenten. Der Dienst generiert Einnahmen durch monatliche Abonnements und machte im Jahr 2022 etwa 10% des Umsatzes der Service-Sparte aus. Daneben existiert noch ein weiterer Streamingdienst, Apple TV Plus. Obwohl die genaue Anzahl der Abonnenten nicht veröffentlicht wurde, hat schätzungsweise gegen Ende 2022 Apple TV Plus über 75 Millionen Abonnenten gehabt. Der Dienst macht etwa 8% des Umsatzes der Service-Sparte aus. Dann gibt es auch noch so kleinere Dienste wie Apple Arcade oder Fitness Plus, die juckt aber keinen. Insgesamt trugen all diese Dienste zusammen mit den anderen Services wie iCloud oder der App Store im Jahr 2020 etwa 53 Milliarden US-Dollar zum Gesamtumsatz von Apple bei. Das entspricht etwa 19% des Gesamtumsatzes von Apple für das Jahr 2020, also schon ziemlich dicker Batzen. Als echter Kapitalist denkt man sich aber Folgendes: Warum eigene Produkte aufbauen, wenn man sie auch einfach einkaufen kann? Sieht man jetzt zum Beispiel bei Facebook bzw. Meta. Die haben einfach mal WhatsApp oder Instagram geschnappt, als sie gemerkt haben, dass kein Mensch mehr unter 60 langfristig Facebook nutzt. Und auch Apple hat ein paar kluge Moves gemacht, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet. Zum Beispiel hat Apple diesen Kanal abonniert, um keins unserer Videos mehr zu verpassen. Nee, also zum Beispiel hat Apple im Jahr 2014 Beats Electronics für 3 Milliarden US-Dollar gekauft.
Dadurch konnte Apple sein Audio-Hardware-Angebot erweitern und seinen Musikdienst Apple Music erfolgreich starten. Aber auch kleinere Akquisitionen haben Apple massiv weitergebracht. Beispielsweise die Übernahme von Turi, einem KI- und Machine-Learning-Startup im Jahr 2016. Dadurch sollte Siri besser werden. Ob Siri dann jemals eine Chance gegen ChatGPT hat, ist eine andere Frage, aber das wusste damals ja noch niemand. Oder die Akquisition des dänischen Startups Spectral im Jahr 2018. Das hat Apple dabei geholfen, seine AR-Funktion zu verbessern und eine bessere Integration von AR in seinen Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen. Und Apple erobert auch die Bankenwelt. Und das hat richtig große Konsequenzen. Gerade erst hat Apple ein Sparkonto vorgestellt, bei dem Kunden bis zu 250.000 US-Dollar parken können und das mit einem einmaligen Zinssatz von 4,15%, wäre jetzt bei jeder lokalen Sparkasse oder Volksbank. Das ist schon eine fette Ansage an alle Banken. Und weil es aus einer Kooperation mit Goldman Sachs zusammen entsteht, braucht Apple dafür nicht mal eine eigene Banklizenz. Dieses Dreamteam bringt schon seit 2019 in den USA eine eigene Kreditkarte raus, die Apple viel Geld durch hohe Gebühren für die Händler bringt. Lustigerweise bekommt man beim normalen Goldman Marcus Bankkonto nur 3,8% Zinsen. Was heißt, dass man theoretisch die verschiedenen Goldman-Konten gegeneinander arbitragieren könnte oder so. Also, durch seine Banking-Angebote hat sich Apple jetzt einen zweiten Platz in der Tasche gesichert. Den ersten hatten sie schon in der Form eines iPhones, aber jetzt halt quasi durch die Form einer Geldbörse. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn mit der Apple Card in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs bietet Apple sogar eine richtig sexy aussehende Kreditkarte aus Titan. Dazu kommen dann auch die ganzen Funktionen wie Cashback-Belohnungen, Budgetierungstools und eine transparente Gebührenstruktur. Der Push ins Banking verhilft Apple zu mehr und mehr Macht. Und das auf zweierlei Wege. Erstens festigt er die Kontrolle über das finanzielle Leben der Kunden und schafft noch mehr Abhängigkeit vom Apple-Ökosystem. Mit Apple Pay und Apple Card werden die Benutzer dann nochmal richtig abhängig von Apple. Aber der zweite Punkt ist der wahre Gamechanger. Und wie immer geht es hier um Nutzerdaten. Durch Transaktionen, Einkäufe und die Verwaltung ihrer Finanzen über Apples Dienste gewinnt das Unternehmen dann richtig krasse Einblicke in die Ausgabengewohnheiten, Vorlieben, Lebensstile etc. seiner Nutzer. Dieser datengetriebene Vorteil verschafft Apple dann einen Vorsprung bei der Anpassung seiner Produkte, Dienstleistungen oder Marketingstrategien, um nochmal mehr auf die genaueren Bedürfnisse und Wünsche seiner Nutzer einzugehen, um so dann letztendlich seine Macht weiter auf dem Markt zu festigen. Apple will das iOS-Ökosystem auf die Finanzwelt erweitern. Mit einem Konto, einem Bezahlsystem und einer eigenen Kreditkarte sorgt man dafür, dass man bei jeder Transaktion in der Wirtschaft mitverdienen kann. Ein Beispiel. Jemand kauft in einem Laden in den USA etwas über Apple Pay, wo die Apple-Kreditkarte hinterlegt ist. Daran verdient Apple zweimal. Einmal durch die Kreditkartengebühren und einmal durch die Apple Pay-Gebühren. Ein geschlossenes System. Das Geld hat der Kunde dann auch noch im besten Fall auf seinem Sparkonto, was ebenfalls zu Apple gehört. Läuft für Apple. Doch der Feind eines jeden Kapitalisten macht auch nicht vor Apple halt. Und dieser Feind heißt Regulatorik. Regulierungsbehörden wie Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden oder Wettbewerbskommissionen beobachten Apple immer genauer. Vor allen Dingen, seitdem Apple mehr und mehr wie eine Bank agiert. Und Apple muss sich an strengere Regulierungen halten. Zum Beispiel strengere Datenschutzbestimmungen, verstärkte Überwachung von Finanztransaktionen oder die Durchsetzung fairer Wettbewerbsregeln. Ob das dann so klappt wie geplant, bleibt erstmal abzuwarten. Fest steht aber, Apple wird mächtiger. Und es ist nicht so einfach, mächtige Unternehmen zu regulieren, wie man denkt. Wenn ihr noch mehr zu Apples Bankenstrategie erfahren wollt oder wie sogar ein ganzes eigenes Video dazu machen sollen, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Sonst checkt auch mal das neue Wirtschaftsformat von Funk aus bei Was kostet die Welt? Da geht es zum Beispiel um den Einfluss von KI auf unsere Wirtschaft. Ciao.